Half-Life Blue Shift und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Projekt und der Fortsetzung der Half-Life-Reihe. Ja, freudig, lange erwartet. Ich hoffe von euch genauso wie von mir. Und ja, ne, da wollen wir doch eigentlich auch direkt loslegen. Trainingsraum, einfach, naja, Mittel sollten wir schon mal wählen. Wahrscheinlich werde ich dann umso mehr failen. Und ja, da wollen wir doch mal loslegen und schauen, was uns hier so freudig alles erwartet. Ich hoffe, dass das auch für der Lautstärke dieses Mal. Und willkommen im Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit. Wo läuft der denn hin? Und der Gäste der Black Mesa Forschungsanstalt. Boah, das ist trotz High Frames irgendwie ein bisschen ruckelig. Muss ich gleich mal gucken. Könnte sein, dass ich die V-Sync rausmachen muss. Jedenfalls kommt es mir so vor. Lalalala. Das habe ich natürlich vorher jetzt nicht getestet. Machen wir es denn? So, weg damit. So, fortsetzen. Nicht wirklich besser. Ah, okay. Das macht keinen Unterschied. Kann auch sein, dass es jetzt hier am Anfang durch das Spiel kommt. Es ist halt auch schon ein etwas älteres Schätzchen, ne? Und vielleicht rattert einfach nur diese Bahn so und es kommt mir einfach nur so komisch vor. Ja, wir sind dieses Mal unterwegs als Wachmann. Als Barney müssten wir sein. Ich hoffe, dass ich mich jetzt nicht vertue. Ich habe natürlich jetzt erstmal nicht wieder geguckt, um die Story mir Revue zu passieren. Und es ist ja doch schon eine ganze Zeit her. Hallo. Spielen die da einfach irgendwelche Videospiele? Kann es denn wahr sein? Haben die nichts Besseres zu tun? Falls ein verlassenes Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Passagiere zuerst evakuieren. Ich bin verletzt, raus hier! Diese unter Strom stehen und begeben sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintrifft. Ja, der übliche morgendliche Nonsens auf dem Weg zur Arbeit. Ich glaube, ich würde einen Föhn kriegen, wenn ich jeden Sicherheitstrakt in Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen jeden Morgen diesen Schnunsens anhören müsste. Ja, also ich würde ganz bestimmt Anfälle kriegen. Oh, auch schönes Café, vor allem sehr gut gesicherte mit den Geländern, ne? Das nicht vorhanden ist. Wenn da einer stolpert, fällt er gleich runter in eine Pampe und ist hin. Ey, das finde ich interessant. Hier haben Fußgänger Vorrecht vor Magnetschwebebahn oder wie auch immer, wenn man das hier bezeichnen will, auf jeden Fall solchen Bahnen. Halt die Bappen! Ja, Half-Life Blue Shift, ein selbstständiges Spiel, man könnte es als zweite Erweiterung zu Half-Life sehen. Aber wie gesagt, es ist selbstständig spielbar bzw. lauffähig. Man braucht Half-Life halt nicht. Hey, Kalu! Sieht nach einem Ach, Kalu sind Tag für uns aus. Schönen Tag noch, Kalu! Kalu sind wir? Ah, Person. Ja, Barney Kalu. 2 Jahre Mortensen College, Abschluss unbekannt. Forschungsanstalt Black Mesa. Es ist interessant, dass wir selbst nicht wissen, was wir für einen Abschluss haben. Sicherheitsoffizier. Und vor allem, dass so eine Anlage wie hier Black Mesa das nicht weiß. Irritieren. Track 3, Sicherheit. Yeah. Sicherheitsstufe, Level 3. Yeah. Sicherung von Ausrüstung und Material. Genau, denn das ist alles wichtiger als wir. Na, was machst du denn da? Ach, er wartet auf den nächsten Zug. Haha. Niedrig Priorität. Die persönliche Sicherheit. Das heißt, oh, guck mal, ein Loch. Ich spring rein und bin tot. Das wäre meine Sicherheit. Natürlich zuvor meine Jacke rüberlegen, dass da jemand anders gesichert ist. Aha, hier muss ich also aussteigen. Ah, bin draußen. Ah, nicht sterben. Jetzt müssen wir wieder gucken, was war zum Teufel nochmal hier? Quicksave, nur mal so als... Nee, das war es anscheinend nicht. Nee, das war es auch nicht. Weil das wird man wieder brauchen, das weiß ich schon ganz genau.
Ach, da habe ich ein Bildschirmfoto eben gemacht. Schnellspeichern ist F6, alles klar. Hui! Na toll. Hallo! Moment mal. Die Tür nimmt ihre ID nicht an. Vielleicht kann ich sie auf dieser Seite. Na, Kollege. Gordon. Das müsste Gordon Freeman gewesen sein, oder? Müsste er doch. Interessant. Ja, so sieht man sich wieder. Läuft natürlich synchron hier die Story zu den Geschehnissen hier in Black Mesa. Und, Türe, öffne dich! Tut mir leid, Kalu. Wir haben heute Morgen überall in der Anlage Probleme. Systemabstürze, Störungen im Sicherheitssystem. Es ist ein Wunder, dass hier überhaupt noch was funktioniert. Warum bin ich gekommen? Ich hätte mich krank melden sollen. Wäre die gesündere Methode. So, HE Particle Labs. Area 3 Security. Ich glaube, wir wissen, wo wir hin müssen. Trotzdem, hi. Sie wissen doch, dass Sie nicht ohne Uniform und Pistole zum Buch gehen. Zumindest kriegen wir hier eine Pistole von Anfang an und müssen uns nicht erst mit der Brechstange rumhauen. Vorteil vor Freeman. Nett von Ihnen, dass Sie heute Morgen doch noch gekommen sind, Kalun. Ja, ich weiß. Kann auch wieder gehen. Mit dem Zugangssystem. Stellen Sie sich auf eine lange Schicht ein. Na toll, ich gehe wieder. Ich komme nicht an meine Dateien heran, meine Mail kann ich auch nicht beantworten, ich komme nicht mal in mein Büro. Tja, das sind Probleme. Ich weiß. Wir tun, was wir können, um das Problem in den Griff zu kriegen. So, Personal Facilities. Zeit? Ich habe keine Zeit mehr. Armory. Schauen wir mal. Wir gucken einfach mal alles ab und suchen, wie üblich hier. Irgendwo hier müssten wir ja auch Jones, Dacoy, Pop. Was ist das? Popst Hood. The Man in the Hood. Wie wäret? Oder wie es man es auch immer ausspricht. Wie warte? Lombardi, also Holländer ist hier und keine Ahnung. Phillips! Hallo Dr. Phillips oder wahrscheinlich Herr Wachmann Phillips. Koi. Druck Jones. Mann, mach mich so ein Schrecken. Kalun! Und meine Wumme? Wo ist meine Wumme? Ich will meine Wumme haben. Bass. Ja, genau. Bass. Wir brauchen O'Connor. Bayer. Pauli, na gut, so, vollgeladen sind wir. Was haben wir hier? Duschen, können wir unser Feuer frisch machen. Uniform ist dreckig, Mist funktioniert auch nicht. Out of order! Besetzt! Alles sauber, alles ordentlich. Oh, hey, can you? Nee, bloß nicht. So, das heißt, wir gehen jetzt mal langsam, aber sicher. Jetzt haben wir wenigstens unsere Ausrüstung. Oh, und jetzt? Scheint, als hätten ein paar Leute Probleme mit dem Hauptzugangslift in Sektor G. Warum gehen sie nicht rüber und sehen, ob sie etwas tun können? War ja klar. Ah, kurze Nase geputzt. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Gute Frage. Warum trägt man eine so lächerliche Krawatte unter der Schutzkugelsicheren Weste, die man eh nicht so wirklich sieht? Ich simuliere hier dämliche Liftmusik. Amelie klingt immer gut. Was ist hier so los? Moin! Oh, ey, hoffentlich geht's hier bald los. Hallo. Arr. Ich hätte gern einen Revolver, eine Pumpgun, einen Raketenwerfer und eine Partikelkanone. Alles klar, Kalu. Das ist nicht das, was ich bestellt habe. Ich weiß, dass Sie erst in ein paar Tagen auf dem Plan stehen, aber wenn Sie auf dem Schießstand ein bisschen ballern wollen, nur zu. Nee. Nie hört jemand auf meine Bestellung. Ich fühle mich diskriminiert. So, gibt's hier Munition für mich? Ja. Das ist der einzige Grund, warum ich hier jetzt reingehe. Na? Oh. So geht's auch viel besser. Munition? Schade.
Aber gut, die Munition sollte uns erstmal reichen. Wenn ihr so Gott, jetzt schon mal rumballern hier in der ersten Folge. Huhu. Hallo? Ich bin wieder raus. Vor allem immer schön mit gezückter Waffe hier durch die Gegend rennen. Das ist so hochprofessionell von uns. Alle Wachleute der Welt werden stolz auf uns sein. Und ich bin immer noch darüber irritiert, dass ich selbst nicht weiß, was ich hier für einen Abschluss gemacht habe. So, hallo Videoraum. Gibt es irgendwelche Knöpfe zu drücken? Gibt es irgendwelche Knöpfe zu drücken? Gibt es irgendwas zu drücken? Gibt es irgendwas zu drücken? Gibt es Warte, wir hätten auf die Bildschirme gucken können. Vielleicht ist der G-Man ja irgendwo zu sehen. Ach, wir kennen ihn ja noch gar nicht. Den bösen G-Man. Mann! Wir sind ja noch ein ganz unbeschriebenes, armes Blatt. Und warum baut man bitteschön den Raum, wo wir uns unsere Rüstung holen, mit dem Waffenraum nicht in eine Ebene und voll näher beieinander? Das sind doch unnötige Wege, die wir hier rennen. Hi. In your Hefe. Ace. Hi. Keiner redet mit mir. Dann wollen wir mal wieder hochwatscheln. Zumindest Sport brauchen die Jungs hier nicht, die hier arbeiten, so viel wie sie rennen dürfen. Und? Über welche Probleme machen sie sich Gedanken? Na nicht! Unfreundliches Gesindel, nur weil er irgendeinen Doktortitel sich erkauft hat. Schönen Tag noch, Kalun. Ja, dir auch. Na, mal schauen, was es wird, ne, Kollege. Und wie geht's der Frau und Kindern? Genau, fragen und weglaufen, weil es einen ja doch nicht interessiert. Das Kabel, das Rohr sieht doch interessant aus, der Kabelstrang oder was auch immer. Was denn? Dann nicht. Hallo da und Schweigen im Walde. Was denkst macht du, ihr? Was ich denke? Vielleicht? Ich hoffe nicht. I don't hope so. Sollte helfen. Das klang nicht bin gut. Bin ich richtig? Ich möchte Ihnen doch helfen. Okay, aber ich hoffe, Sie wissen, was Sie da tun. Natürlich. Oh Mann. In der Theorie. Es raucht. Ah, es riecht nach Ampere. Richtig. Versuchen wir das. Das war knapp. Nein. Also, haben Sie eine Idee, was wir noch alles rein? Oh, verdammte Nase. Ich könnte mal eine Schlamassel verantworten. Wer soll ich das wissen? Sollten Sie nicht eigentlich ein paar Stullen und Kaffeetassen bewachen? Ja. Und sollten Sie nicht die Anlagen hier heilen lassen? Mann, unfreundliches Gesindel hier. Ja, nur weil man keinen Doktortitel hat und kleiner armer Wachmann ist, wird man schon schlecht behandelt. Das ist irgendwie traurig, ist das traurig. Man macht hier seinen Job, man gibt jeden Tag sein Bestes. Ich habe Auto-Aiming an, habe ich gerade das Gefühl bekommen. Automatisches Ziel. Weil er hier kurz das Fadenkreuz direkt auf ihn gesprungen ist. Und das will ich auf gar keinen Fall haben. Warten, sind Sie vielleicht schneller dort, wenn Sie laufen? Da toll. Gehört, dass es bei allen Bahnen in diesem Teil der Anlage Probleme gibt. Danke, Kumpel. Wenigstens mal einer, der hier freundliche Auskunft gibt und auch vernünftig. Ja, dann laufen wir mal. So, walk 500 chunks and I walk 500 more. Was? Ja, jetzt wäre eine Brechstange mal ganz nett. Ich würde gerne hier die Kiste. Natürlich nichts. Nichts. Okay. Mach das Boom. Nö. So, wir haben wieder Strom, habe ich gehört. Bahn? Bahn? Ja, hol mich doch die Bahn. Ja, wofür muss doch der komische Zugang da unten gewesen sein? Ach man, ist das ewig her, dass ich das hier gespielt habe. Junge, Junge, Junge. Ja, genau wie so wie bei den Vorgängerteilen. Dementsprechend macht euch schon auf fröhliches Gefehle gefasst, weil das wird auf jeden Fall passieren. So, wir haben hier irgendeinen Strom angemacht. Hier muss man doch irgendwie hier nicht durch. Mit dem Teil da. Ach, guck an. Nein, nicht die Tür mir zumachen. So fangen wir schlechte Horrorspiele an.
Lass mir hier alles aus dem Weg räumen. Was die Herren Doktoren immer stehen lassen. Wenn sie sich mal hier in die Wartungsräume bequemen müssen.